Ja, hi Leute. Also heute beginnen wir mit einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und zwar, ja, ich habe mir ein neues DLC runtergeladen. Das werden wir aber erst später mal machen, irgendwann. Ich bin ja bei den Herausforderungen noch dran, die natürlich dann auf YouTube auch zu finden sind. Also einfach mal so einen Leitfaden zu haben, wie man denn ja möglichst schnell die Episoden hier durchspielt. Ja, denn also Spiel starten, 3 Stunden habe ich Zeit, ist natürlich relativ einfach. Deswegen bin ich mal gespannt, wie schnell wir im Endeffekt dann doch sind. Also, wo Ah. fangen wir an? Die gute Nachricht ist, dass Jurassic Park noch steht. Mehr oder weniger. Wem mache ich etwas vor? Es ist das reinste Chaos. Wir müssen die Probleme finden und beseitigen. Aber das ist nicht meine Hauptsorge. Diese unglückliche Wissenschaftler auf der Gehaltsliste. Ich hoffe, du bekommst das hin. So, also erstmal natürlich angehört und jetzt muss ich direkt loslegen, weil hier einige Sachen defekt sind, inklusive eines Zauns da oben. Ja. Und natürlich dann hier die gesamten Einrichtungen. Aber zum Glück brauche ich hier keinen Generator. Ja, was für Tiere habe ich denn? Velociraptor, aber nur einen. Ah, der ist einsam, natürlich. Der ist einsam, da muss ich direkt hier, wenn das geht. Das geht. Muss ich mir jetzt neue Leute einstellen hier erstmal. Habe ich denn überhaupt so eine Art Personalzentrum? Oder so einen, wie nennt man das? Ja, Wissenschaftsdingens hier, ja. Die kann auf Genetik ziemlich viel gehen und vielleicht einen mit diesem Zahnrädchen, ja, 3,6 hier, nehme ich die. So. Genau, dann, ja, nicht loyal, nicht loyal, was soll denn das? So, also hauptsächlich jetzt erstmal ein paar Velociraptoren, bevor der ganz einsam ist hier und dann für Probleme sorgt. Alter, da unten haben wir auch noch was. Junge, Alter, was ist denn das? Da haben wir ja noch mehr krasse Saurier. Unten haben wir aber keinen Strom. Das heißt, die brauchen dann noch. Weißt du was? Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Velociraptor kurz. Die Dilophos, die könnten noch etwas warten. So. Okay, jetzt könnte ich mich unten um die kümmern, aber ich brauche da. Ist da irgendwas kaputt? Bei dem, nee, eigentlich nicht. So, unten ist aber noch so ein. Wie nennt man das? Diesen Ranger Außenposten, genau, der ist da unten. 2 Stück sogar. Da und da. So, was muss ich mir mal. Wo sind denn die hier? Da. Okay, die sind einsam, also die sind am Limit, das ist okay. Das heißt, da unten brauche ich nur noch Strom und dieser Kasten, der reicht für die Verteilung nicht aus. Das heißt, im Grunde ist das relativ einfach erledigt jetzt. Jetzt brauchen wir nämlich hier nur so ein ja, kleines Umspannwerk. Den tun wir auch mal hier hin. Zack. Und dann
Da wird die Verbindung und dann sollte das gegessen sein. So, was macht denn. Brauche ich jetzt erstmal Sand hier? Schlamm, Schlamm, Fels. Da ist Sand. Ich hoffe, dass das ist so in seinem Vorstellung. Also jetzt ist er schon bei 100%. Das ist schon mal sehr gut. So, dann schaue ich es mir jetzt an, was die. Die haben hier fehlenden Wald und Nüsse und so. Das ist 2, das ist 3. Okay, dann brauche ich jetzt hier die. Nusspflanzen oder so. So, jetzt sind die auch auf 100%, die Brachios. Das ist gut. So, was machen die Velos? Brauchen noch einen Moment. Ja. Na toll. Ja, zu denen wollte ich halt jetzt gerade. Zu wenig Boden, Pflanzen, Komfort, okay. Ja. Jetzt werde ich das da unten machen. Da werde ich auch noch so eine Einheit dahin platzieren. Nämlich, das ist so ein. Was ist denn Unterstützungsanlage? Hier, guck mal hier hin. Weißt du was? Ich werde es einfach so machen. Ich werde jetzt hier den Generator hinpacken. Und bei den anderen geht das. Obwohl, nee, stopp mal, ich pack da keinen Generator hin. Ich pack hier auch so ein normales Umspannwerk hin. Ja, die sind jetzt alle frei. Aha, ist toll. So, jetzt erstmal die Velos per Airlift freilassen. So muss ich nämlich den Jurassic Park erstmal hier komplett in den Griff bekommen, natürlich. Ja, Gaskomfort ist natürlich niedrig. Wieso hat er keine Verbindung? Habe ich doch gebaut hier, oder? Ach nee, das ging nicht. So, jetzt aber. So, okay, jetzt machen wir mal den hier. Die reparieren wir erstmal und den hier lasse ich auf die Jagd gehen. Glück sind die alle hier direkt in der näheren Umgebung. Dann nehmen wir erstmal das da. Die Publicity-Wertung. Lassen wir erstmal senken. Was brauchen der? Der braucht Kohabitation. Ja, super natürlich. Das heißt, was mag der eigentlich? Geteilt mit Triceratops? Ja, die mögen sich nicht. Das ist natürlich auch was. Das heißt, wenn die sich nicht mögen, kann ich die doch hier oben einfliegen lassen, oder? Parasaurolophus mag der. Der mag einen Ceratopsid und einen Stegosaurid. Also, die da mögen einen Triceratops. So. Auch die lasse ich jetzt alle betäuben, die jetzt mal da drin sind. So. Also, die Velos sind jetzt, glaube ich, zufrieden. Sieht gut aus, ja. Zu zweit wollen die auf jeden Fall sein. Ich habe da irgendwie so ein Leiden. Das heißt, ich brauche so eine Paleo-Anlage. Die werde ich dann mal. Hierhin tun. Okay. So. Was mache ich jetzt mit den. Wer greift denn noch wo was an?
Ah, das ist der da unten. Ja, den soll er nämlich jetzt auch umhauen. So, sehr gut. Gut, das heißt, die Stegos, die werde ich jetzt mal ganz einfach schon mal. Ach nee, ich muss ja transportieren, ne? Da. Transport. Triceratops. Also, ich werde die Triceratops hier reinpacke. Das glaube ich. Einfacher. Das ist drei. Das ist der vierte. Das alles. Das sind Stegos hier. Noch vier davon, oder? Ah, da ist einer noch. Mitten im Wald da unten. Genau, den nehmen wir nämlich auch hier mit rein. Und dann schaue ich direkt, was die natürlich an den Pflanzen brauchen. Die Erfüllung von Zielen hilft uns, den Park zu verbessern. Ich hoffe daher, du ziehst das in Betracht. Rotten wir mal die Krankheiten aus. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo ist denn jetzt der kranke Saurier? Gute Frage, nächste Frage. Aha, da. Den soll mal gecheckt werden. Der da auch. Aber okay, was hat der jetzt für ein Problem? Pflanzen, Boden. Also, der braucht auch irgendwie was ganz anderes hier. So, okay. Es braucht ja noch Wald und natürlich Wasser. Was haben wir hier? So. Wald muss ja etwas laufen, genau wie die anderen natürlich. Kein Zugang oder was? Bauen wir mal hier das Tor rein. So, wie lange bleiben die noch betäubt? 7 Minuten, okay. Aber was haben die für eine Krankheit? Das ist eine Erkältung, okay. Ja, bei einer Erkältung muss ich halt warten, ne? Da kann ich nicht gegen ankämpfen. Dann, so, also die sollten jetzt quasi in Ruhe versorgt sein. Also kann ich jetzt, nein, nicht aufwecken, auf keinen Fall. So, die Stegos, weil das ja vorhin ein Kohabitationsproblem war, die werde ich jetzt hier rein tun, zu den Brachiosauriern. Also man sieht, ich bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt, gerade die ganzen Sachen umzulegen, dass es passt, dass ich keinen Stress bekomme zwischen den Tieren dann. Vor allem, wer kommt auf die Idee, da unten so Tiere reinzusetzen, alle? So. So, gut. Habe ich dann alle weg? Jetzt kann ich noch natürlich was machen. Ich könnte oder ich brauche immer noch mal ein paar Velociraptoren. Naja, ich weiß, dass das Sabotagerisiko natürlich steigt, aber meine, was soll ich gerade machen? Ich versuche ja alles gerade auf Linie zu bringen, ne?
Vorbestellung wurde abgeschlossen. Okay, jetzt hoffen wir, dass das erstmal soweit klar geht. Wie gesagt, ich weiß, dass das Sabotagerisiko da ist. Ah, da haben wir auch noch eine. Achso, das ist eine Infektion, eine Lungen, oh, eine Lungenentzündung. Muss ich die... Okay, warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Früchte und Pflanzen. Haut hier einer gegen das Gehege? Nee, gerade nicht. Also Früchte und... Was ist das? Früchte braucht er. Und Pflanzenboden. Ja, okay. So, dann brauche ich nur noch hiervon ein wenig. So, jetzt haben wir da 100%. Okay. Wie geht's denn jetzt denen? Die sagen, okay, mir fehlt noch ein bisschen Wald. Und Nüsse, Baum. So, okay. Eigentlich nehmen wir mal den hier. Gut gemacht. Du hast nee, der geht runter. Tolle Arbeit geleistet. Ja, okay, also das geht. Ne? So ein bisschen habe ich jetzt schon erledigt gehabt. Ich glaube, den sollte es jetzt gut gehen und das Sabotagerisiko sollte sinken. Die Lofo hatte hier mein Auto niedergeschmettert. Das muss ich natürlich noch gucken, dass hier auch die Dinosaurier gut sichtbar sind. Geht auch relativ einfach, wenn ich die das verbinde hier. Da muss ein bisschen mehr Abstand natürlich nach außen noch sein, weil ich da jetzt noch was für die Gäste dann hinpacke. Nur eine gesunde, ein bisschen Gesundheit ist da gesunken. Oder enorm. Ah, okay, die kämpfen gerade. Aber wie gesagt, denen geht's gut. So. Ja, zwei reichen. Wieso steigt jetzt schon wieder das Sabotagerisiko? Hilfe! Ein aufsteigender Star. Richtig gute Arbeit.
Okay, jetzt brauche ich quasi nur noch, wie ich das sehe, unten den Gastkomfort. Den muss ich auf 75 aufrechterhalten dann. Jetzt schaue ich aber, wie gesagt, auch nach den anderen Attraktionen. Ja, der T-Rex Stone. Also. Ich würde mal sagen, den da. Hauptsache erstmal Geld. Ob es dann ein bisschen sinkt, das ist erstmal egal. Ah, hoppla, da kann ich ja direkt den Weg anders verbinden. Machen wir das. Oh, Torversagen, wo? Oh nein, 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 nein. Ah, zum Glück kein Tor. Und hier unten auch nicht. 12, 12. Schwer, beeil dich mit dem Fahren. Ich sag's dir, Junge. Oh, ich habe das perfekte Ziel für dich. Ich hoffe, du siehst das auch so. Das sind natürlich die ganzen Tiere da drin. Alles verständlich. Wie geht's eigentlich denen? Okay, denen geht's auch gut. So, jetzt schließt das Tor. Das kann ja nicht so schwer sein hier. Einfach das Tor dicht zu machen. Und das andere bitte auch. Gut, haben wir. Das heißt, jetzt haben wir es erstmal geschafft und das Sabotagerisiko kann jetzt erstmal dann hoffentlich sinken. So, jetzt ist runtergegangen. Sehr gut. Was ist denn das da für ein Ausbruchsziel gefunden? Und wo? Hoppla. Ach so, das Tor hier. Das ist ein Ausbruchsziel jetzt für den? Na, das ist mir was Neues. Das muss ich mal eben einen Blick drüber. Oh, warte mal, wie war das nochmal? Nee. War das nicht. Auch nicht. Das ist über Share? Nee. Ach so, ja, die wollte ich jetzt erstmal freilassen. Nochmal per Airlift zu den anderen Velos hier. Die haben auch Ausbruchsziele gefunden. Die Frage ist halt immer. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Okay, jetzt muss ich die wieder einfangen. Toll. Wo ist denn der andere davon? Da.
Das sieht nicht so toll aus, sag ich mal so. Also die haben quasi 100%. Oh nein. Wag das nicht, Kollege. So. Ach, der Raptor ist halt da, ne? Kann ich den reparieren dort? So, ich werde jetzt erstmal den Gastkomfort etwas erhöhen. Ich werde erstmal alles, soweit es geht, mit Einrichtungen ausstatten. Hier brauche ich auch noch Strom. Also das mit den Ausbruchszielen, das ist mir komplett neu. Das kannte ich jetzt so noch überhaupt nicht. Nehmen wir erstmal nur die, weil ich das Geld brauche, um die ganzen Einrichtungen zu bauen. Naja, das ist natürlich auch super. Also da kriege ich was dahinter, aber ich kriege das da, glaube ich, nicht da vorbei. Dieses Ziel ist abgeschlossen. Okay. Machen wir erstmal wirklich nur diese zwei wenigen Gebäudearten. Nämlich nur die Toilette und natürlich auch die Schutzbunker. Und da sieht man nämlich schon, das Gastkomfort, das steigt schon enorm. Oh, nee, das wollte ich nicht, sondern weiter Du die leistest Bunker. ausgezeichnete Arbeit. Weiter so.
Toll, wo greift wieder? Das ist der Rex. Warum greift der Rex diesen scheiß Zaun an? Die haben natürlich auch wieder ein Ausbruchsziel gefunden. Ah ja, hier unten gibt es gar nichts. Das gibt ist nur die Tour, okay. Muss ich jetzt schauen, dass ich das andere in den Griff bekomme. Nämlich tun wir mal so ein, was ist denn, kleines Hotel. Und zwar auch nochmal ein weiteres auf die andere Seite. Eine Herausforderung sehen, sehe ich eine Gelegenheit. Das sieht ziemlich verlockend aus, nicht wahr? Ja, natürlich. Das sieht alles ziemlich verlockend aus hier mit diesen Angeboten, aber ich frage mich halt, wieso das noch nicht so funktioniert, wie es gerade eigentlich soll. Oder wie ich es mir wünsche. Stromverlust, klasse. Das heißt, die muss ich hochfahren. Oder die reaktivieren sich selbst nach einer Zeit. Schon wieder. Also das, ehrlich gesagt, gehen mir die Velos ziemlich auf den Senkel, muss ich sagen. Das heißt, bei denen mache ich es jetzt auf. Ne, warte mal, wie kann ich die Sache jetzt abbrechen nochmal? Was haben wir da? Verliere Publicity. Ach Gott. Wenn ich mich irre, ist das ein weiteres abgeschlossenes Ziel. Das sehen wir gerne. So, ja, ja. Okay, jetzt brauche ich 5 Sterne natürlich für den Park. Jetzt muss ich tatsächlich, genau, 4 war das ja, jetzt schaue ich mal rein. Parkbewertung, was brauche ich? Die Anziehungskraft im Grunde, ja, 10 Spezies würden halt helfen. Da muss ich dann mal gucken, welche ich überhaupt noch in die in den Gehegen unterbringen kann. Einrichtungen natürlich, ja, Einkaufsmöglichkeiten, die fehlen. Die Gäste, Schutzraum, Toilettenversorgung sieht gut aus. Publicity ist natürlich komplett im Keller gerade. Ich hoffe, dass die sich jetzt etwas beruhigen, dass ich in Ruhe was machen kann. Auf jeden Fall, was ich machen kann, sind hier Strutiuminus, die ich dann bauen kann. Und nochmal, weil ich es glaube ich nicht habe, ein
Expeditionszentrum, oder? Kein Expeditionszentrum. Und das sollte ich mir doch jetzt irgendwie zulegen, oder? Personal. Stützung, da ist es. Produkt wird transportiert. Das kommt mal hier vorne hin auch. So. Gut. Naja, 1,6 Sterne jetzt, das ist schon wenig, muss ich sagen. Und ich bin jetzt dabei, wie lange? Ja, 33 Minuten. Also wie gesagt, bis jetzt war es ziemlich hart. Auswahl, 5 Eier nehmen wir hinzu und brüten die aus. Und dann fehlen mir nur noch zwei Spezies. Aber wieso steigt das Sabotagerisiko? Toll. Okay, dann nehme ich lieber das da. Für eine Minute sabotiert, es sei denn, ich repariere das jetzt mal eben schnell, glaube ich. Ja. So, dann werde ich auch schon mal noch ein paar kleine Gehege installieren. Am besten nicht so, was da durchgeht. So. Eventuell kann ich das Gehege dann noch mal splitten in zwei Teile. Es ist ein bisschen Strom ausgefallen und wo? Achso, das ist ja noch normal, glaube ich dann. Oder ich, ja, machen wir es so. Direkte Verbindung der T-Rex hat wieder was. Ah ne, das ist das Auto. Gut, so. Die Strutius per Airlift, die bringe ich nämlich jetzt unten hier zum guten Triceratops. Die vertragen sich nämlich einigermaßen gut. So, okay. Schauen wir mal die Versorgung weiter an. Schutzraum soweit in Ordnung. Toilettenversorgung fast in Ordnung. Dann Hotelversorgung, die ist, glaube ich, in Ordnung. Vorerst. Und dann hätte ich gesagt, bauen wir mal die großen Einrichtungen. Aber die muss ich natürlich erst erforschen. Die kleinen, die kann ich erforschen, bevor ich dann an die große rangehe. Oh, ich hasse es, dass die Sabotage so steigt immer. Und ich weiß momentan nicht, was ich dagegen machen kann. Also die sagen da auch immer, warte mal, Personaloptionen. Erhöht bei der Durchführung von Aufgaben das Sabotagerisiko. Okay. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie mache ich das, dass die loyal werden? Also dass die, ja, dass die loyal werden. So, die Expeditionskarte muss ich mir mal anschauen. Was haben wir denn da? Der Strutium Minus, das sind ja im Grunde die Dinos, die ich habe. Achso, nee, die anderen sind ja auf. Oh, das ist. Nee, das mache ich jetzt nicht.
Die andere ist ja gerade in Gebrauch, was anderes herzustellen, aber wie gesagt, wieso klappt das momentan nicht mit den... Das ist schon wieder der Rex. Das ist schon wieder der Rex. Ah, und da haben wir noch einen Velo, der schlafen liegt. So, Gäste. Kriege ich die jetzt schon hin? 2,5 Sterne brauche ich dafür. Sollten doch jetzt gehen, oder? Jetzt habe ich so die 2,5 Sterne. Und das heißt, die werden jetzt gemacht. Die Einrichtung. Und der Rex ist wieder draußen. Wieso habe ich da kein MVU? Zugeordnet. Der hat doch eigentlich die Zuordnung. Aber dass mir der Rex immer abhaut, das ist jetzt nicht so in meinem Sinne. So. Wenn das jetzt fertig ist, das Gebäude, dann werde ich Expedition machen für zwei weitere Spezies. Ja, okay, also ich kann schon verstehen, dass in diesem Ding uns hier der Rex abhaut, aber... Was ich gerade nicht verstehe, ist da haben wir noch einen dranhängen. Wieso der nicht fliegt? Da. Das hatte ich schon mal. Und das ist zum Kotzen. Weil das ist nämlich jetzt, jetzt fliegt er. Was ist... Das ist komisch. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber dass der jetzt fliegt, wenn eigentlich alles frei ist, sowieso der Luftraum hier, dann könnte es schon mal durchaus schneller gehen hier. Okay. Jetzt mal das Personalzentrum. Vielleicht kann ich die ja jetzt, wenn ich die trainiere, geht das schon. Okay, da muss ich noch was erforschen natürlich. Ja, schon mal besser. Sieh dir dieses Ziel an und sag mir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Okay, so. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die wirklich ausruhen lasse einmal. Bevor ich mich dann ranmache an die neuen Dinosaurier. Lebensmittelvergiftung der Gäste, na toll. Es gibt natürlich wieder einige Abzüge in der Publicity-Wertung, ne? Oder? Nee, okay, eins ist sabotiert hier, ein Gebäude.
Transport hat begonnen. Gut, also die sind dann unten. Dann schaue ich sie mir mal einmal an. Was die brauchen. Ey, sag mal. Ich will doch den Strutio Minus haben. Wo haben wir den denn? Da. Da kommt er runter. Zu wenig Blätter, Boden. Okay. Gut. Was macht jetzt bei denen hier? Na, okay, da kann ich halt nichts sehen, weil die schon länger keine Statusprüfung mehr hinter sich haben. Transport abgeschlossen. So, jetzt bin ich auf 2,9 Sterne. Gut. Es geht, das heißt, definitiv aufwärts. Ah, 3 Sterne. Geht doch. Ja, also, dann die nächsten Tiere. Was wäre noch denkbar? Der ist Styraco, Euplucephale, Chasmo. Und den Apatosaurus und den Dryosaurus. Aber jetzt scheint gerade erstmal so ein bisschen Ruhe zu sein, obwohl die da auch schon wieder ein Ausbruchsziel entdeckt haben. Aber die Frage ist immer, wo? Ich ahne Böses. Okay, der läuft ja gerade nur so willkürlich gerade durch die Gegend. Okay, geht vielleicht noch. So, dann widme ich mich mal meinen Gästen, die großen Einrichtungen nämlich. Das hier ist jetzt eine Essenseinrichtung. Konfigurieren wir natürlich auf das, was es braucht. Das, was gefordert wird. Und ich merke schon wieder an meinem Controller, da wollen welche ausbrechen. Und es ist tatsächlich der Rex sogar. Ah. So, bitte einmal Rex festnageln. Das ist schon blöd, dass der die ganze Zeit abhauen will. Ja, Reparatur wird gemacht. Und ja, da haben wir auch noch einen. Toll. Halt, du kannst hier bleiben. Aufgabenplätze voll. Toll. Scheiße. Das nennt man blöd gelaufen. Steuerung und das Dichtmachen und den da auch noch. Ach Gott, ob ich das nicht mag. So, also macht mir die Dinos Dorf fertig. Und der T-Rex, der kann schon mal wieder ins Gehege. Und irgendwo gibt es ein Leiden.
wieder bei irgendeinem Tier. Also das ist schon brutal, was hier gefordert wird. Und das ist willkommen auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe von Jurassic World Evolution. Das ist hier nicht so ohne. Ah, da hat mir jetzt schon noch einen betäubt. Also die sind wirklich bei 100% und ich habe da keine Ahnung, wieso das ist, dass die die ganze Zeit abhauen wollen. Ich meine, ist es bei mir im Park nicht schön? So, ja, natürlich, das Sabotagerisiko steigt weiter. Aber ich muss ja auch irgendwie jetzt in die Pötte kommen. Mit ein paar Dinosauriern, die ich noch entwickeln kann, natürlich. Und die beiden kann ich sogar in dieses Gehege hier tun. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, wie gesagt, das ist jetzt ein Essensteil gewesen. Also Essenseinrichtung. Da machen wir jetzt die Geschenke. Oder erstmal am besten irgendwo zusammen. Grüne brauchen sie, genau wie wieder das weiße Selfie-Spot. Was haben wir da noch? Fotokabine, die Fossilienausstellung nehmen wir wieder mit und dann noch mal den Greifautomaten. So, und dann kommen hier noch. Ah ne, das war die. War das Getränke? Ja, das waren die Getränke. Dann kommen jetzt die Geschenke. So, bevor ich das andere da einstelle, hier weiß ich natürlich, was gefordert ist schon und was dahin muss. Also die Saurier hier, die sind brutal. Die sind brutal. Kann ich anders nicht sagen. So, jetzt schauen wir es nochmal durch. Das sind die Geschenke, das sind die Getränke, das ist das Essen. Das geht aber sehr weit. Na, ja, das wäre doch gar nicht mal so verkehrt, hä? Wenn sich das so weiterzieht. So, auch hier müssen wir natürlich das Ganze verkabeln.
Okay. Weiter geht's dann mit den Fossilien einmal. Ja, ich weiß natürlich, dass das Sabotagerisiko jetzt enorm steigt wieder, aber ich brauche die zwei Saurier nur. So, das war jetzt wieder eine Essenseinrichtung. Dann fehlt mir jetzt noch eine Getränkeeinrichtung. The Entertainer. Und nach den. Oh, warte mal, wo haben wir denn Stromausfall? Hier hinten. Dann habe ich wahrscheinlich ein Kraftwerk zu wenig. Du leistest ausgezeichnete Arbeit. Weiter so. Natürlich möglich. So. Ja, versperrt durch die Park. Ja, die geht direkt darunter her. So, das macht aber nichts. Denn der kommt. Oh, hoppla. Warte mal, wo ist das jetzt drin? Da. Ja. Machen wir es so. Also ich glaube, wenn man es jetzt einmal gefunden hat, ich denke aber, die werden noch mal ausbrechen. Aber es hat sich etwas beruhigt, finde ich. Also das waren die Getränke und jetzt fehlt noch einmal die Geschenkeinrichtung. So. Okay, ja, der Rex, der macht wieder alles kaputt. Lass es. Machen wir das Ding da erstmal zu. So, okay. Jetzt machen wir mal ein kurzes Update. Was brauche ich hier noch? Ja, also wie gesagt, die Spezies, die daran arbeite ich jetzt, da fehlt noch was. Ticketerkäufe gut. Mit den Einrichtungen sieht sehr gut aus. Einkaufen haben wir zwar 96%, aber kann ich auch noch mal so machen, dass ich eine kleine Einrichtung dann hier platziere mit den Einkaufsmöglichkeiten. Okay, 4,3 Sternchen, 4,3 Sternchen. Also ich denke, dass es jetzt wirklich nur an diesen Dinosauriern liegt. Schauen wir mal, wie weit ich da komme jetzt. Ich glaube schon ziemlich weit.
So, jetzt steigt natürlich wieder das Risiko, aber ich kann beide, weil die über 100 sind, direkt produzieren. So, dann machen wir mal hier schon mal das Gehege fertig. Kleinen Tümpel rein, sagen wir es mal so. Dann machen wir jetzt auch ein paar Bäume hier weg. Damit da wenigstens was gesehen wird am Anfang. Genau. Und erhöhe die Wissenschaftlerfähigkeit Genetik insgesamt auf 16. Ich glaube, das ist wurscht jetzt. Ich habe genug Geld im Petto, dass ich jetzt klarkommen werde. Und nur diese zwei. Der checkt auch das Gehege. Guck dir das mal an. Der checkt das Gehege ab hier. Junge. Lass es. Lass die Flossen davon. Scheißdreck. Okay. Das ist ein blödes Gefühl. Ja, genau, er greift schon wieder das Gehege an. Lass es, Junge, lass es. Oh, jetzt ist es im Arsch, oder? Okay. Puh, ich hab's irgendwie gerettet gerade, dass er das nicht ganz kaputt gemacht hat. Puh. Was für Schwein. So, jetzt kann ich sie ausbrüten. Fange ich mal mit dem Apatosaurus an. Und natürlich werden jetzt das Sabotagerisiko, das wird nochmal ein bisschen gesteigert. Wieso geht's denn dem da nicht so toll? Wasser. Oh, der hat, die haben kein Wasser oder was hier? Oder doch? Doch, die haben noch Wasser. Trink was, Junge. Also generell haben die zu wenig. Oder war er da noch nicht? Doch, eigentlich schon. Trinkt ihr bitte was? Ja, okay, ich werde dann einfach mal mit ihm hier diesen den Brachio heilen. Okay, so. Apato. Einen. Warte mal. Kann ich die jetzt den gar nicht ausbrüten, hä? Da muss ich jetzt tatsächlich noch mal Wissenschaftler entlassen oder wie? Am besten dann den hier und nehmen wir mal die da oben, obwohl die schon zwei hat. Oh, warte mal. Machen wir gleich. Nehmen wir erstmal hier. 3 von 8. 3, 7. Der erste hat 4. Ne, die da, genau. 4, 4, 4, 4, 4. Sehr gut. Und die lasse ich jetzt ausruhen. Weißt du was? Die lasse ich jetzt erstmal ausruhen und dann gehe ich gleich in die vollen. Und der checkt die ganze Zeit ab, wo der ausbrechen kann. Das ist unglaublich.
Genau wie die Velociraptoren. Da, jetzt kommen die wieder. Nicht prüfen, du sollst mit denen da reparieren. Und ja, eventuell gibt es jetzt Leichen. Ja. Genau, gibt Leichen. Rennen alle um, alles gut, ja. Den muss ich auch einfangen, Leute. Das gibt es nicht. Den lasse ich jetzt auch mal betäuben. Jetzt dürfte es kaputt sein. Ja. Wieso Aufgabenplätze? Aufgabenplätze, alles voll. Was mit dir hier? Der hat doch alle, genau, der hat ja alles voll. Wo ist denn davon der andere? Da. Ja, den wollte ich doch. Hä? Ne, der hat doch alle voll. Genau. Und der andere, der ist jetzt noch unterwegs. Da. Das ist Wahnsinn. Aber zum Glück sinkt es nicht so oft und so schnell, wie ich es gedacht habe immer. Also es ist alles im grünen Bereich. Vor allem, weil ich natürlich die Dinos auch ziemlich schnell einfange. So. Jetzt sind die ausgeruht. Und ich könnte mir dann jetzt den ersten Apatosaurus erschaffen. Und hier könnte ich den Dryosaurus auch schon in den Brutkasten packen. Und dann bin ich, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt jetzt von den. Ja, ich weiß, sie sind ein bisschen runtergegangen dort. Aber ich kann das jetzt relativ zeitnah, glaube ich, schon erledigen. Kann ich den auch schon fertig machen? Eier auswählen? Nee, da brauche ich noch welche, die jetzt noch beschäftigt sind. Und das hier unten ist quasi nur so ein Lager für Technik und so, also beziehungsweise, dass die Parktour durch diese ganzen Gehege da fährt, ne? Aber mit den Dilophos hier habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Also denen geht's hervorragend. Überhaupt kein Stress. Torversagen. Ja, scheiße. Die waren dann. Da ist zum Glück. Wirbelsturm! Nee, jetzt nicht, oder? Bitte, bitte nicht. Ich bin doch so dicht davor. Wie kann das sein? Oder, ja, okay, lass es nur einen normalen Sturm sein. Dann ist alles okay.
Ich werde hier noch eine Unterstützungsanlage bauen. Die auch schön schnell dann bei den Orten ist. Und ich merke schon wieder, irgendwo möchte was abhauen. Der Rex ist das nicht. Die da unten. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Irgendwo will was abhauen. Da. Kaputt. Kaputski. Okay, jetzt hört er auf. Ich kann natürlich gerade nichts ändern, aber wichtig ist, dass der nicht oder dass die Tiere nicht ins gegenüberliegende Gehege gelaufen sind. Sonst hätte ich die da einzeln betäuben müssen. Bitte nicht. Ah, der wird auch noch abhauen da. Mann! Ist ja Wahnsinn. Was sind das oben alles für Zeichen? Das Ausrufezeichen, das checke ich bis jetzt auch noch nicht. Oh, na toll. Der hat noch ein Leiden dort. Hier habe ich da auch eine Paleo-Anlage hingepflanzt, genau. Ach, das ist ja der Wahnsinn gerade, was da passiert ist. So. Okay. Produkt wurde zugestellt. Jetzt kommen die rüber. Erst natürlich der Apatosaurus und dann die anderen Paar. Wen haben wir da? Das ist der nächste Velociraptor. Hier rein, bitte. Da steht oben jetzt eine 5 mit Ausrufezeichen. Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Jetzt haben sie mir das, glaube ich. Ah nee, das, ja. Ich bin das ja gerade am Reparieren, aber wieso das. Also da muss ich jetzt hinterkommen, was dieses Zeichen da oben. Warte mal, vielleicht steht das auch in den Hilfen, wenn das irgendwo ist, auftaucht. Das weiß ich nicht gerade, wofür das gut sein soll. Produkt wird transportiert. Der T-Rex will wieder weg.
Soundeffekt, herzlichen Dank. Was ist denn das jetzt? Weißt du was, ich werde das jetzt auch nochmal... Hier kommt jetzt auch nochmal eine hin. Da habe ich die Nase voll. Aber sowas von. So, komm, pack mir die zwei Autos dahin. Dann kann er da direkt dahin fahren, da vorne. Aber schnell. Geht doch. Meine Güte, Leute. Also jetzt brennt hier die Hütte weg. So, Apatosaurus, Waldbraucher. Das lässt sich schnell machen. Gut. Blätter, Baum. So, okay. Der ist in Ordnung. Und den Dryosaurus kommt natürlich auch hier rein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Die brauchen, glaube ich, was für den Boden. Ersatzaufträge, im Grunde sind mir die Aufträge jetzt egal, sondern ich muss jetzt erstmal auf Linie kommen, was das andere hier angeht. Also wo fehlt's jetzt? Hoppla, hier muss ich ja drin. Gastkomfort. Gäste, Sicherheitswert. Ah, oh, ich bin ja auch... Okay, ich habe den ja geschlossen gehabt, besser gesagt geöffnet gehabt. Das heißt, so, jetzt lasse ich die da alle wieder raus und dann sollte es jetzt steigen. Das war nämlich, glaube ich, mein Problem. Genau, jetzt steigt schon 0,1 dort. Also das sollte jetzt schnell gehen. Also sonst habe ich die immer nicht so oft geschlossen. Deswegen habe ich das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich die wieder öffnen muss. Oder besser gesagt, wieder schließen muss. Aber wie gesagt, mit diesen ganzen Spezies, auch was die Anziehungskraft angeht, da habe ich jetzt keine Strafpunkte mehr. Eigentlich sollte es jetzt wirklich erledigt sein. So, der eine hat jetzt irgendwas da.
Knochen. Schauen wir nochmal hin. Das ist eine Gehirnerschütterung. Da kann ich leider auch nichts machen. Also die geht irgendwann, glaube ich, wieder von selbst weg. Da haben wir sogar noch einen Velociraptor. Und bei 3,6 ist mittlerweile die Wertung angekommen. Null. Also vor allem mit den Mitarbeitern, also das ist die Hölle. Die sind ja alle nicht loyal. Deswegen ist immer das Sabotagerisiko extrem hoch. Vielleicht muss ich das jetzt erstmal komplett sinken lassen. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber 4,3 Sterne. Ich bin zuversichtlich, ich werde es jetzt schaffen. So, 4-4. Jetzt blicke ich trotzdem noch mal drauf. Was kann noch gemacht werden? Ja, die Gäste natürlich. Unterkunftsbewertung. Schau mal. Was macht man bei der Unterkunftsbewertung? Natürlich. Wir brauchen noch Hotels. Wir wollen da was kaputt machen und das macht er. So, das ist jetzt schon zu direkt, aber ja. Meinen schönen Rex hat es auch wieder rausgespült, sagen wir es mal so, aus seinem Gehege. Zum Glück will er immer dahin, wo Menschen sind. Das heißt, da kann man ihn ganz gut und schnell betäuben dann immer. Und vor allem, wie ich jetzt aufgestellt bin, geht das, glaube ich, echt gut. So, okay, einer hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Auch den muss ich wieder abchecken. Könnte noch die Gehirnerschütterung sein, ne? So, okay. Hotels habe ich auch. Was brauche ich denn da? Sau ja wohl, das ist eigentlich in Ordnung. Ist doch eigentlich in Ordnung. Ah, die Wegkapazität 1590. Da lasse ich mir jetzt auch was einfallen. Ja, auch ganz clever. Und deswegen habe ich das hier nämlich gemacht. So. Dass ich das mit dem Weg etwas aufteile, splitte, wie man was gut machen kann. So, hier ist die Wegkapazität. Wieso ist denn die da auf einmal, wenn ich das so mache? Okay. Aber jetzt zumindest nicht mehr rot und man sieht, es wird wieder ein bisschen gesteigert. Oder kann ich einfach nochmal. Vielleicht geht das ja auch.
Vielleicht geht das ja. Also Überfüllungsanzeige ist das ja. Die zeigt mir dann an, wo voll ist oder wo nicht. So, ich habe eine Trophäe erhalten. Weiß zwar nicht 100% wofür. Aber hier ist zumindest auch noch eine Überfüllung drin. ...4,8 Sterne, komm schon, noch 0,1 Stern, los, haus raus hier und dann haben wir es. Jesus Maria, da haben wir es. Fest. Du weißt, wie man es macht, eine 5-Sterne-Bewertung für eine hervorragende Leistung. Also ich sag's mal so, innerhalb von einer Stunde und 17 Minuten habe ich diese, ich sag mal so, das war wirklich eine heftige Herausforderung, schon auf diesen niedrigsten Schwierigkeitsgrad, weil wirklich die Velos immer ausgebrochen sind. Dann muss ich am Anfang die kompletten Tiere, wie soll ich sagen, die Tiere einfangen, trennen und so weiter und so fort. Und ja, eine Stunde 17, obwohl die Vorgabezeit 3 Stunden beträgt, ist schon, glaube ich, jetzt nicht verkehrt. Ja, dann lege ich das natürlich auch ab als Speicherpunkt, natürlich Herausforderung. Das ist dann umbenennen einmal, das heißt nämlich Jurassic Park. Diese Herausforderung war das jetzt. So, gut. Dann war es das jetzt von mir und ich muss mal gucken, ob ich gleich noch eine zweite mache. So innerhalb von, ich denke mal, 20 Minuten oder so werde ich, glaube ich, die nächste schon starten, weil ich darauf irgendwie Bock habe. Mal gucken, was dann kommt. Also, macht's gut, Leute, und bis gleich.